Guten Tag und damit herzlich willkommen zu Zombie Cure Lab. Ja, in der letzten Folge haben wir es erfolgreich geschafft, eine Nacht zu beleben. Famos, nicht wahr? Die Base hat hier einiges an, boah, na? Schaden genommen. Hier und da die Zäune ein kleines bisschen, na? Aber süß, der rennt immer noch. Und ja, wir müssen ein bisschen bauen, etc. P. Wir müssen viel machen. Da oben links stehen auch weitere Aufgaben, die wir erledigen müssen, dass wir überleben. Und ja, wir drücken einfach mal Play. Repariert sich das von alleine? I don't know. Ich drücke mal lieber auf Reparieren. Dass es wenigstens jemand repariert hier. Wir haben schon zwei Zombies. Wir müssen jetzt natürlich auch gucken, dass es denen gut geht. Wir brauchen jetzt einen Trainingsraum. Hier Trainingsraum. Empfohlene Größe 9x6. Wollen wir dann mal machen. Wir knüpfen hier einfach mal an. 1, 2, 3, 4, 5. So, 9x6. Und zack, bauen wir mal. Wir haben nicht mehr ganz so viele Materialien. Dann hier eine feine Tür hin. Blub. Wollen ja auch, dass es den Leuten gut geht. Ja. Mein Plan ist auch eigentlich wirklich hier so einen Weg hier durchzubauen, dass sich die Zombies hier nach und nach durchkämpfen müssen. Na? Wir gucken mal, wie wir das machen. Ob sich jetzt die ganzen Sachen reparieren einfach von Leuten, weiß ich nicht. Oder ob ich jetzt einzeln draufdrücken muss, so wie beim Tor hier. Das kann ich nicht sagen. Warum er jetzt hier unseren Zaun angreift, weiß ich nicht. I don't know. Aber schön, dass die gleich tatkräftig hier uns unterstützen. Wir müssen gucken, dass es denen gut geht. Und ja, müssen wir das bauen. Was brauchen wir noch? Bereitet die Fleischproduktion für Level 1 Hubis vor. Müssen wir das Trainingsraum, müssen wir das nicht bauen. Küche, Fleisch, Futterhaufen. Holz, Metall. Haben wir. Metalle haben wir noch, ja. Holz haben wir nicht mehr so viel. Ich bin etwas aufgeschmissen, wie wir am besten alles machen. Keine Ahnung, ganz ehrlich, vielleicht bauen wir es auch einfach hier so zwischendrin hin, weil wir Platz haben. Dann lassen wir hier überall kleine Laufwege. Konnten wir das jetzt nicht bauen? Geht das dann einfach nicht, wenn wir nicht die Ressourcen haben? Oder war das wegen dem Platz? Geht nicht wegen dem Platz, oder? Ja. Gut, dann... Hier geht's auch nicht. Es geht jetzt gerade gar nicht. Warum geht's jetzt nicht? Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt? Moment, Moment. Wir machen eins nach anderem. Beinpresse. Wir müssen ja trainieren, unsere Zombies. Dass sie wieder fit werden fürs Leben. Aber wir müssen ja trotzdem füttern. Oder muss ich... Geht das nur hier? Es geht nur hier drin. Okay. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Also hier außen kann man es gar nicht produzieren. Okay, man muss es schon in die Kühe stellen. Keine Ahnung, stellen wir es... Da brauchen wir keinen Platz. Dann können wir es eigentlich so hinstellen? Brauchen wir jetzt ein bisschen Stuff? Wir brauchen mehr Materialien. Die im Lager... Arbeiten. Einer Nachtschicht, die anderen alle Tagschicht. Mit den Schichten ist mir noch nicht hundertprozentig geläufig, weil die gehen dann auch einfach mal pennen zu. Müssen wir nochmal genau gucken, wie das hier abläuft. Die gehen jetzt hier schön essen. Lasst euch specken, Leute. Habt ihr euch verdient? Ja, lecker schmecker. Njom. Wird das hier keiner bauen? Hallo? Hallo?
keiner hier Lust, was zu arbeiten. Ihr Schweine. Strom haben wir auch noch. Komm, will das hier jetzt keiner bauen? Will jetzt hier auch nicht Zeit verschwenden. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, der Zombie kann das nicht. Ein Zombie können wir doch irgendwo anders einstellen. Ressourcenlager. Wir hauen vielleicht den da raus. Tun hier den Zombie einstellen. Ja. Das können wir auch machen. Dann ist der Zombie hier gleich richtig eingestellt. Holz haben wir immer noch zu wenig. Wir haben doch Holz. Wir haben doch genug Holz. Warum kriegen wir hier das nicht fertig gebaut? Jetzt. Jetzt will einer. Jetzt will einer. Danke sehr, Obama. Gut. Strom natürlich. Strom ist das nächste. Ohne Strom läuft nichts. Geht das da einfach hier? Sind die dann gestört mit ihrem Platz? Ich weiß es nicht. Ich baue es einfach mal dahin. Vielleicht geht's ja. Das wäre das Optimalste. Na komm. Gut, es läuft. Und vom Laufweg her geht's auch. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch einen Futterhaufen, dass die hier spachteln können. Gott, das braucht hier alle so viel Platz. Das ist echt schon eng. Man denkt zuerst, boah, so ein riesiger Raum, ne? Da braucht man, das wird man ja nie voll kriegen. Außer jetzt den Trainingsraum jetzt. Den kriegt man wirklich nicht voll. Irgendwann, ja, ne? Aber für den Anfang. So, jetzt können unsere Zombies arbeiten. Du kannst den Helikopter einsetzen, um Moose Lab Ressourcen schicken zu lassen. Oder du kannst Humbi Moose Lab schicken, damit dort Heilmittel erforscht wird. Okay. Und die Behandlung 2-4 freizuschalten. Heilmittelfortschritt erhöhen, indem du Hubis zum... Ah, okay. Die müssen wir dann aktiv rüberschicken. Um einen Handel zu beginnen, musst du erst Weltkarte öffnen, Moose Lab Hauptquartier auswählen. Humbis wegschicken erhöht. Heilmittelfortschritt bekommt Forschung. Moose Lab kann neue Arbeiter schicken. Falls du Zombies. Ja. Oder den verloren hast. Okay. Ein Container kommt an deinem Lab an. Ein Container kommt an Moose an. Ah, so, das ist jetzt hier der Container. Dann müssen wir jetzt Weltkarte, Moose. Jetzt kann man beispielsweise sagen, einmal, zweimal, hier ist der Heilmittelfortschritt. Oder wir sagen Forschung, na, aber Forschung generieren wir selber. Und dann sagen wir beispielsweise, hier sehen wir ja, was wir alles bekommen. Wissenschaftler kriegen wir keine momentan. Was wäre denn wichtig? Ist Stein wichtig? Ist Essen wichtig? Ich weiß es nicht. Bären haben wir auch noch genug. Heilung erstellen, bla 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 bla. Keine Ahnung. Leckeres Gemüse. Keine Ahnung. Ein bisschen Holz. Metall. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Erz. Keine Ahnung. Ein bisschen Stein. Kann man das jetzt so einfach machen? Ist das fair? Ja, ich denke ja. Keine Ahnung. 90 Minuten! Okay. Keine echten Minuten. Ihr habt meinen geschockten Gesichtsausdruck gesehen. So, jetzt werden da die Zombies dann rein verladen. Ist dann ein kleiner Nachteil, weil hier haben wir dann
potenziell dann kein Zombie mehr, wenn er verladen wird. Wir brauchen aber Holz en masse. Oh, der Fleischhaufen. Der wächst. Synthetisches Fleisch. Aha. Karotten und Beeren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss man dann wahrscheinlich dann irgendwann dann auch Beete anpflanzen. Damit es dann ja weiterläuft. Transportschuppen. Forschungstisch. Benötigt einen Betreiber. Drei Müssner. Bla 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 bla. Super, okay. Wir sind gut aufgestellt. Das Einzige, was mir nicht gefällt. Ah, er ist jetzt schon da. Cool, dann bekommen wir jetzt direkt schon Ressourcen. Jetzt nimmt er direkt. Oh Gott, hier fällt die notdürftig repariert. Eieiei. Okay. Jetzt fehlen hier Leute, ne? Der da ist weg. Ist jetzt nicht so ganz so geil. Aber okay. Aber okay. Wir haben hier Forschungspunkte. Wir haben voll viele Forschungspunkte. Man könnte jetzt potenziell schon Sachen erforschen. Ihr seht aber, was hier gebraucht wird. Forschung, Holz, Metall. Das steht ja hier ja überall. Wir drücken mal ganz kurz Stopp, weil ich habe ein bisschen Schiss. Schneekanonen könnte man bauen. Waffenschrank. Ja, da braucht man Eisbord wieder. Eine Beruhigungsstation. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine gute Sache. Aber ich glaube, Nahrung. Nahrung habe ich auch Schiss. Gemüsebeet. Brauchen wir Holz en masse. Da brauchen wir Holz en masse. Weil das wird uns hier früher oder später in die Suppe spucken. Ja, noch haben wir genug Gemüse, na? Aber egal, wir warten jetzt hier einfach an. Wir warten mal hier das da erstmal ab. Ich will jetzt hier keinen Schnellschuss machen. Ich push mal hier die Leute ein bisschen mehr jetzt hier, ne? Hat erreicht? Gut. Du hast das Ende des Tutorials erreicht. Du bist nun bereit, das perfekte Labor zu bauen und die Menschheit von der Zombie-Plage zu retten. Du kannst diese Expedition weiterspielen oder die Weltkarte eine neue Expedition starten. Ist jetzt die Frage, wollen wir weiterspielen und wir machen alles nochmal von neu oder wir spielen hier weiter? Ich weiß jetzt natürlich nicht, welcher Schwierigkeitsgrad das jetzt hier ist. Sollen wir einfach weiterspielen? Ich weiß es nicht. Wir spielen einfach mal weiter. Ich fühle mich noch nicht fit. Noch gar nicht, wenn ich mal ehrlich sein darf. Hä? Das passt doch so. Aber wenn er jetzt... Hä? Ist jetzt das Nachtschicht, wenn es ausgegraut ist? Ich verstehe es nicht. Bin ich blöd? Mal ehrlich, bin ich blöd jetzt ohne Scheiß? Da würde ja hier auch keiner arbeiten. Jetzt ist Nacht, okay, jetzt arbeiten die alle. Okay, nee, nee, das passt schon, das passt schon. Da, so. Das passt schon. Hier arbeitet jetzt keiner. Der da kann Nachtschicht. Wir werden angegriffen von Zombies. Oh Gott. Wir hoffen, dass die alle wieder zum Tor laufen. Das wäre wirklich das Beste. Bitte lauf zum... Nein. Bitte hört auf. Lauf zum Tor. Ja! Du bist der Beste. Lock sie rüber. Wir müssen wirklich so einen Labyrinthweg bauen. Du Böser! Geh doch weg! Ja! Lauf weiter! Ron! Nein! Böser Ron! Gilbert, lauf weiter! Charlene, lauf weiter! Charlene, lauf! Danke! Sehr gut. Wir müssen uns hier natürlich auch ein bisschen mehr hier... Na? Gottes Willen. Wir haben auch noch hier überall Ressourcen noch stehen. Von Glimmerbeeren, wildes Gemüse etc. Das
Das heißt dann, so ein Ressourcenlager müssen wir dann gegebenenfalls auch nach außen transferieren. Weil irgendwann ist hier drin ja alles abgefahren. Er ist jetzt gleich hier eingefroren. Entschuldigung, wenn ich mich zwei, dreimal räuspere. Weiß auch nicht, was das gerade ist. Hast du kein Eis mehr? Nein, der hat kein Eis mehr. Bist du dumm? Ausgangssperre. Ist ja klar, na, er will rausrennen, um... Na? Oh, wir sind out of ice. Wir brauchen noch so ein zweites Lager. Sonst wird's wirklich nicht gut. Gott, ich habe Angst. Ich habe Schiss. Hilfe! Obama? Überforderung, Überforderung. Wo war das? War das bei Verteidigung? Nein, hier. Blasebalg, 180 Holz. Baut den jetzt hier. Ich brauche mehr Ressourcen. So, Junge. Dich feuere ich mal. Du arbeitest jetzt hier nachts. Komm! Wir brauchen mehr! Schieß, Junge! Können wir das ein bisschen reparieren? Okay, er läuft direkt, er läuft direkt, er läuft direkt. Er kann es nicht reparieren. Oh, doch, von innen geht's. Schön, also können wir ein bisschen gegen reparieren. Okay, okay, okay. Wir können hier mal kurz... Fertige Charaktere sind in der Base. Der ist doch gar nicht in der Base. Alles gut. Alles gut. Wir können hier mal sichere Bereiche. Oh, also das geht, das geht. Ja, das ist auch noch in Ordnung. Ich brauche halt einfach Materialien, die Sau. So, wir haben zwei Zombies eingefroren, zwei neue Arbeiter. Vielleicht kriegen wir noch einen dritten in der Nacht. Ist aber echt schön, wie gut das hier funktioniert. Mit dem Tor. Weil es ist besser, wenn die einmal außen rumlaufen. Normalerweise wollte ich hier den ganzen Weg dann, na? Aber so haben wir ein bisschen mehr Zeit. Wir spulen mal. Jetzt ist wieder alle. Jetzt wird's Tag. Wir haben konnten leider wieder nur zwei einfrieren. Uns fehlt halt wirklich die Munition. So, sorry, dass ich jetzt das so mache. Aber Gefahr beendet. Ausgangssperre können wir wegmachen. Oh, der arme Fratz, der kommt nicht weg. Oh, jetzt. So, Leute, kann das hier jemand mitnehmen? Wunderbar. Der taut auch langsam wieder auf. Jetzt machen wir diese wieder in Hubis. Der nächste Hubi kommt. Rein in den Käfig. Der Prozess ist einfach nur lustig. Und rein. Jetzt erstmal essen gehen. Mittagspause, ne? Ja, ne? Kann man doch machen. Kann man doch machen. Ah, jetzt kommt hier der nächste. Zum Glück. Hä? Jetzt hat er ihn wieder raus und reingesteckt. War nicht sicher verstaut, hä? Ja, vermutlich. Chang, 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 chang. Man hier einen Fortschrittsbalken? Ah, der verbraucht Holz und diese Bären. Und jetzt bekommt er noch... Okay. Ah, toll. Gut, und die könnte man doch dann wirklich eher für solche Aufgaben hier verwenden.
Das würde ich lieber machen, weil dann kriegen wir Wissenschaftler raus, die andere Sachen machen. Und ich glaube, wenn die außen rumlaufen, ist es auch besser. Glaube ich. Schon wieder zeigt sie nur. Ich drück mal kurz Stopp. Sonst. Ich dattel zu viel. So. Machen wir jetzt einfach mal so. Dann ein Türchen. Geht hier noch nicht. Das heißt, wir müssen ein weiterbauen. Geht hier dann ein Türchen? Hier geht ein Türchen. Gut, mein Plan war dann. Sozusagen hier so ran zu connecten. Dann müssen wir natürlich die Dinger hier auch ein bisschen hier umbauen. Den hauen wir dann dahin. Und den hauen wir dann dahin. Viele Überstunden. Uiuiui. Wieso denn Überstunden? Dann müssen wir halt nur jetzt hier den Strom auch umbauen. Nicht? So. Keiner muss hier Überstunden machen. Machen wir hier normal. So, dann haben wir zwei Wege hier sozusagen. Oh, die haben schon alles aufgeräumt. Gut. Dann packt ihr mal. Oder man kann auch einfach immer Schichten machen, dass man erst alles abpacken lässt und dann wieder arbeiten lässt. Kann man auch machen. Was wollten wir machen? Waffenschrank. Schneekanone. Mit Beruhigungsstation. Wäre, glaube ich, auch was. Müssen wir investieren. Beruhigungsstation. Was bräuchten wir noch? Hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Trainingshalle bei uns brauchen. Ressourcenlager. Eigentlich brauche ich mir wirklich auch so ein blödes Beet hier. So dumm es klingt. Nur, dass wir halt einfach ein bisschen abgesichert sind. Die ballern das hier jetzt alle ab. Das läuft dann hier. Mein Plan ist es halt wirklich, so einen Rundweg zu bauen. Das heißt, zack, 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 wir lassen mal hier eine Lücke, dass die hier laufen können. Dass wir hier so eine Art Rundweg machen. Ich glaube, einen breiter müssen wir noch machen. So. Na? Das ist so in etwa mein Plan. Der geht dann hier so langsam rum. Jetzt wird es jetzt gleich wieder dunkel. Wir haben ein bisschen Schiss. Ein bisschen Kacke in der Hose. Weil Nachtschicht ist hier echt Quatsch. Ganz ehrlich, da brauchen wir keine Nachtschicht hier reinführen. Warum hier jetzt keiner arbeitet? So. Den Munition bauen ein bisschen. Und dann, sobald jetzt Nacht wird, müssen wir hier wirklich Ausgangssperre verhängen. Tag- und Nachtschicht brauchen wir auch hier nicht. Mach mal ihn hier weg. Sag mal hier lieber plus 1. Und dann wechselt ihr euch halt ab. Oder so. Ah. Jetzt machen wir hier
Also theoretisch dürfte ja keiner rausgehen. Außer einer, der hier was bauen will. Außer. Kommen keine Zombies? Doch, Zombies kommen wieder. Ich häng mal Ausgangssperre, das heißt, hier darf jetzt keiner hin. Und das funktioniert. Wir gehen jetzt hier an dem Tor hier ran. Und dann kann man hier ja noch eine Schneekanone bauen, dass sie noch ein bisschen mehr aufgehalten werden. Die gehen schon gar rum, aber es werden immer mehr pro Nacht, habe ich das Gefühl. Wir speichern auch mal. Speichern ist das Grüßen. Ich glaube, so kommen wir besser durch. Ich hoffe es. Was haben die? Oh ne, jetzt dachte ich, die haben irgendwas an der Hand, aber das ist ihr Handgelenk, das hier so leuchtet. Gut, einer ist eingefroren. Und er rennt, weiß ich auch nicht. Hat sich wieder umentschieden. Ja, dann machen wir hier wirklich nur Tagschicht. Dann kriegen wir Arbeiter rein. Und dann irgendwann mein Ziel ist wirklich, Ressourcenlager nur noch mit Zombies zu betreiben. Tag- und Nachtschicht. Na komm. Hier haben wir zwei. So. Wir müssen hier schon ein bisschen drauf gucken, dass sich unsere Wissenschaftler auch wohlfühlen. Die Belastung nicht zu groß wird. Den zweiten haben wir auch schon. Super. Munitionstechnisch sieht diese Nacht auch besser aus. Wir spulen mal hier langsam. Und gleich 1 Uhr. Der nächste ist auch gleich eingefroren. Geil, 3 Zombies diese Nacht. Yes! Oh Gott, die tun mir ein bisschen leid. Kleine Fratze. Das Coole ist, so mal blockieren wir ja auch ihren Weg. Und die Geschütze, die brauchen ja eigentlich nur nachts arbeiten. Wunderbar, dann läuft doch hier. Zack, 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 zack. Die Munitionsproduktion lohnt sich. Okay, er ist jetzt aus. Schade, 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 schade. Aber es wird besser, es wird besser. Es wird besser. Minus 7 Strom. Zum Glück haben wir Strom erforscht. Können wir jetzt ganz schnell hier was bauen? Was macht denn er? Achso, er repariert von alleine. Gut, die reparieren auch von alleine. Windturbine. Das sollten wir machen. So ein Rad ist zwar auch cool, aber da braucht man Leute dafür. Ich will, dass wir Strom unabhängig davon bekommen. Das heißt, ich würde sagen, wir haben auch eine kleine Batterie hier. Würde sowas dann eher empfehlen. Keine Ahnung, wie man die miteinander verbinden muss. Dass man sagt, man baut die dann einfach hier ins Eck. Erstmal, weil da stört's nicht. Dann wird es hier miteinander verbunden. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Gucken wir mal. Ausgangssperre ist draußen. Die Zombies versuchen immer noch reinzubrechen. Wir haben sogar 4. Das ist echt super geil. 4,5. Die Plasma. Davon brauchen wir auch definitiv mehr. Ich spule mal ein bisschen. Es sollte gleich Tag werden. Es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall mein Plan. Ausgangssperre machen wir weg. Oh, er kommt nicht raus. Der arme Fratz. Der arme Fratz kommt nicht raus. Aber die schmelzen jetzt hier. Helft ihn mal. Helft ihn mal jetzt hier. Ha? Die schmelzen sehr schnell, merke ich gerade. Er kommt immer noch nicht raus, der arme Fratz. Deine ganzen Freunde sind schon weg. Hallo, helft ihn doch mal. Ja. Gott, die arme Fratze. Okay, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, so wie wir uns
es erhoffen, so wie ich es mir erhoffe. Und in diesem Sinne würde ich mich ganz gern fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.